Moin Leute, was geht? Und heute die sechste Folge von Minecraft Hardcore. Heute würde ich es mal etwas ruhiger angehen lassen, weil letzte Folge war sehr, sehr spannend. Und die Sonne geht unter. Na, dann werden wir gleich erstmal schlafen gehen. Aber nee, aber heute habe ich mir gedacht, dass wir da unten mal so ein bisschen hier alles so ein bisschen schöner machen. Ich nehme mal ein paar Büsche hier mit einer Schere und so. Wird alles ganz schön jetzt bei uns. Ich hab Bock, ihr hoffentlich auch. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns in der Folge. Let's go. So, für die Büsche, die ich holen wollte, wollte ich eigentlich erstmal eine Schere mehr machen. Dafür eine Schere reicht die Scheiße hier nur noch. Okay. Ich würde eigentlich dafür Eiche nehmen. Hier kommen dann auch noch ein paar Ziegel hin, ein paar Stufen und so. Es wird wirklich sehr schön. Mal den Verzauberungsraum machen. Und wisst ihr, wo wir den natürlich wieder reinmachen? Ist doch ganz logisch. Hier unten, da habe ich nämlich auch schon mal was ausgewählt. Ich würde den eigentlich, ich würde den nochmal größer machen, damit das nämlich auch zentral ist. Warte mal, das wollte ich mich immer fragen. Kann man die mit einer Eisspitzhacke abbauen? Okay, ja, kann man. Dann ist ja schön. Wenn ich ihn jetzt nicht wieder bekomme, ich wäre sauer gewesen. Ich wäre wirklich sauer gewesen. Mein erstes Kupfer, Digga. Ja, will ich. Ich will ja ganz ehrlich, das kann die Welt behalten. Ah, ich werde nochmal kurz das Bücherregal holen. Probieren wir auch nochmal ein paar zu machen. Und eine Kiste für die Lapis, das können wir mit runternehmen. Digga, das sind jetzt irgendwie vier Etagen, da ganz oben, dann da. Hier, der Lagerraum. Hier, jetzt sind wir relativ weit unten. Finde ich jetzt aber auch nicht gerade so schlimm eigentlich. Kann man das Lapis da mal reintun. Bei Ausleuchten muss ich noch. Ganz klassisch natürlich. Ja, hier wird dann eigentlich nur Bruchstein reinkommen, weil da bringt die Bücherregale da auch nichts. Würde ich dann hier so steigend nach vorne abbauen. Ja, doch, das wird eigentlich.
Das ganz cool. Kurze Frage, was würden wir denn auf unsere Diamond-Päcke bekommen? Effizienz und Haltbarkeit. Effizienz lohnt sich halt irgendwie schon. Aber Haltbarkeit bringt halt auch irgendwie was. Für den Anfang aber erstmal Effizienz. Schild kann man auch nicht verzaubern, ne? Nee. Ja, ich muss erstmal noch ein paar Diamonds holen. Ich glaube, nächste Folge wird dann mal eine Strip-Mining-Folge. Aber gut. Frage ist jetzt, was soll ich aus den Diamanten machen? Ich könnte mir Rüstung machen, ich könnte mir aber auch eine Axt machen, weil eine Axt wäre eigentlich. Oder nee, ich bin ein Schwert, wollte ich machen. Ein Schwert wollte ich machen, stimmt, stimmt, stimmt. Nice. Muss ich wieder umräumen? Ja, ich habe keinen Plan, Digga, ich bin komplett verloren. Bisschen ändern, man. Ja, so. Ah, nee, die würde. Du kannst halt hier hochlaufen, das ist ja nicht so cool. Aber hier können wir eigentlich auch wieder verbinden. Ja. Und dann da hinten würde ich dann auch noch so rumziehen, dass du da hinten. Dass wir sehen, das ist ja, das gehört ja alles uns. Das finde ich cool. Ich weiß nicht. Ich mag das. So, hallo, nochmal ein paar Kürbiskuchen. 14. Kürbiskuchen ist ultra geil. Na, die brauche ich noch. Weg mit dir, das brauche ich noch. Ah, ich nehme einfach mal die Erde mit, ganz ehrlich. Danke. Cool. Ja, einfach so ein bisschen noch die Erde verschwenden. Warum nicht? Jetzt muss da oben noch ein solider Block drauf. Und dann mache ich das. Oder ich mache hier oben noch eine Esse drauf. Das können wir auch noch machen. Lass mich mal kurz runter. Ach, Trapdoors fehlen noch. Ja, gut. Hol ich den mal noch kurz. Dann machen wir. So. Hey. Es macht zwar keinen Sinn, dass er in einem Lagerfeuer direkt Holz ist, aber. So. Ich glaube, ich finde das. Doch. Müssen wir gleich mal angucken, wie das aussieht. Ich bin ehrlich, das sieht ganz cool aus. Ich mag das Haus. Gut, jetzt haben wir auch noch ein bisschen Mauer. Jetzt könnten wir hier eigentlich noch so ein bisschen ranballern. Das finde ich eigentlich auch so mein Plan, dass wir das hier draußen so rumziehen. Ja, gut, das ist jetzt ein bisschen versetzt.
Okay. Wenn es euch gefallen hat und das sieht so cool aus irgendwie, ich weiß auch nicht wieso, dann lasst mal ab und ein Like da und in der nächsten Folge wird erstmal ordentlich gestrippt, nein. Denn wir brauchen jetzt mal ordentlich wirklich hier die guten Erze und ich gönne mir mal einen Kürbiskuchen. Was könnt ihr euch gerade? Und ich gönne mir noch eine Öfenkartoffel. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.